Meghan Markle hat ihre neue Lifestyle-Marke American Riviera Orchard auf den Markt gebracht, und ein Kommentator meinte, sie solle sich von Gwyneth Paltrow's Goop inspirieren lassen. Meghan Markle wurde geraten, bei der Einführung ihrer neuen Lifestyle-Marke American Riviera Orchard, ARO, in die Fußstapfen von Hollywood-Star Gwyneth Paltrow zu treten. Die Herzogin von Sussex hat kürzlich ihren Einstieg in die Luxus-Wellness-Branche angekündigt. Während es noch ein Geheimnis ist, was ARO anbieten wird, deuten Berichte darauf hin, dass es von Haustierzubehör und Haushaltswaren bis hin zu Marmelade und Marmelade reichen könnte. Guardian-Kolumnistin Ava Matvey schlug vor, dass Meghan, wenn sie mit Paltrows erfolgreicher Marke konkurrieren will, den Verkauf einzigartiger Produkte wie Paltrows berüchtigte Vagina-Kerzen in Betracht ziehen sollte. Matvey schrieb, ich schlage Meghan vor, einen Paltrow-Look zu ziehen und sicherzustellen, dass die Produkte, die sie verkauft, nur ein wenig draußen sind. Ich bin mir nicht sicher, ob Goop so erfolgreich gewesen wäre, wenn es nicht schlagzeilenmachende Angebote wie Vampirabwehrmittel und Vagina-Kerzen gegeben hätte. Paltrow deckt den Vagina-Markt ab, aber wenn man Harrys Neigung bedenkt, über seine Unterleibsregionen zu sprechen, könnte Meghan jederzeit Cremes für erfrorene Kleinkinder auf den Markt bringen. Matvey hatte auch weitere Ideen für Meghans Marke, die ein schickes königliches Logo hat, das einige Augenbrauen hochgezogen hat, nachdem sie und Prinz Harry die königliche Familie verlassen haben.